Ja, ich weiß, mein Rucksack jetzt voll. Oh, hier ist noch das andere Grab. Kriegen wir davon noch was mit? Oh Gott, oh Gott. Nicht schon wieder. Ich war hier wohl scheinbar noch nicht fertig. Okay, dann war ich hier halt noch nicht fertig. Lässt du mich mal in Frieden. Pui, pui, pui. Pui, 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 pui. Pui, pui, pui. Pui, 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 pui. Pui, 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 pui. Irgendwas habe ich gerade. Okay. Au. Aber der hat mich auch gleich. Nee, pui, pui, pui. Phoenix. So. Dann wieder. Boxenstopp ist vorbei. Oh. Das müssen wir uns später holen. Oh, da ist ja noch einer. Noch jemand. Lass mich raten, die sind alle respawned. Okay, wer ist der nächste Fuzzi? Ich höre es doch schon. Hier ist irgendwo wer. Und will mir das Leben schwer machen. Hui, da hat er noch eins. Ist ja was? Ein Moment. Ah nee, Quatsch, das ist ja... Geht ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Warte mal, was haben wir? Was können wir? Irgendwas? Ja, komm. Machen wir das erstmal weg, weil ich brauche dringend den da. So. Und dann brauche ich den da. Und dann brauche ich den da. Es sind Gegner in der Nähe, das ist ja schön. Halt! Da passt er. Pasta, pasta! Pasta, pasta hier, pasta, pasta da. Ja. Und so habe ich den gerade aufgebaut. Hä? Ah nee, das ist ein Ping. Das ist, kann ich noch gar nicht als Wegpunkt setzen. Kann ich noch gar nicht. Schnellreise. Baby. Ja, danke schön, danke schön. Schnellreise. Dann können wir gleich mal gucken, was wir alles brauchen, um den mit dem Altar neu aufzuwerten. Ob das wir noch länger Miasmat haben. Stärke die Flamme mit... Ja? Gut, Zinnerz müssen wir Neues holen. Ammoniakdrüsen haben wir, Funken haben wir wahrscheinlich auch genug. Fossile Knochen kriegen wir alles hin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Warte mal, mein Wasser. Wo habe ich denn jetzt mein Wasser gelassen? Wasser! Wasser! Da! So, Pilzminzfleisch packen wir hier mit rein. Ich finde das hier sehr passend. Die Funken müssen wir anmelden. Aber wir müssen erstmal hier wirklich komplett erstmal einsortieren, aussortieren, rumsortieren, machen, tun. Okay. Gehen wir mal der Reihe nach. Gleich leer? Ja, hier meine ich. Ja, meine ich. So, dann haben wir noch Steine und das ist leer. Hier haben wir die Kalksteine, genau. Oh Gott. Dann haben wir noch normale Steine. Was war hier? Burgmauer Steinblock. War doch auch aus Stein oder so, ne? Wie viele Versuche hast du gemacht? Für den? Nur ein. Wild umherhopsen hilft immer. Warte mal, die Schilde, die hatte ich hier drüben, ne? Genau, bei Rüstung. Gut. Dann haben wir jetzt ein Schweinchen Kästchen. Mal kurz gucken, was ich damit jetzt mache. Der will ja was von uns. Hi! Ein schwarzer Kessel. Der schwarze Kessel ist perfekt, um damit einen Alchemietisch herzustellen. Er ist unerlässlich für die Arbeit eines Alchemisten. Überleg es dir, ja. Oh, der hätte ihn halt ganz gerne. Was brauchen wir denn noch so? Nägel, gebrannte Ziegel, schwarzer Kessel, Kupferbar. Ist ja überhaupt kein Problem. Haben wir doch alles da.
Ich bin auch ein bisschen Leder. Okay. Gebrannte Ziegel, Nägel, Tupferbahn, genau. Tupferbahn. Ich war nicht OP. Ich bin wild umher überhaupt, wie immer. Meine Springausweichtechnik, die ich immer benutze. Ich kann nichts dafür, dass er in der Hinsicht dann zu träge ist. Ups. Oh, die kann man jetzt höher stapeln. Das ist cool. Das finde ich super. Weil vorher gingen die ja immer nur in 5er-Stacks. Jetzt gehen die auf 20er. Das ist ja toll. Das ist neu. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr. So, dann haben wir noch ein bisschen Schrott. Und den Funken und den Gessel. Wie war das? Warte mal. Erstmal die Funken weg und das Ding weg. So, 20 Punkten haben wir locker. Gebrannte Ziegel. Fliegen wir hin, ist kein... Ah ne, das ist Bernstein. Gebrannte Ziegel. Müssten wir eigentlich noch haben, warte mal. Hab doch hier. Oh. Wir brauchen Holz! Wir brauchen Holz! Ich brauch Holz, Holz, Holz! Sorry, meine Süßen, ich muss euch mal abhauen. Abholzen. Wie verkrafte ich die Zeitumstellung bisher so? Und bisher geht's eigentlich. Ich bin tatsächlich überrascht, wie gut ich das dieses Jahr schaffe, mich umzustellen. Ich hatte einfach testweise am Montag einfach mal den Wecker gestellt. Und dadurch, dass mein Schlafrhythmus sowieso komplett durcheinander ist, fällt das kaum auf. Letztes Jahr habe ich echt länger gebraucht, mich umzustellen darauf. Das war interessant. Freue ich mich schon, wenn man hier alles benamen kann. So, Münzen haben wir noch ein paar. Die hatten wir hier, glaube ich, immer drin, ne? Ja. So, dann holen wir mal die Nägel und den Kupfer. Dann bauen wir den Alchemietisch und dann müssen wir seine alchemistische Stätte mal bauen. Das geht so nicht. Oh, so viele Nägel habe ich dann. Naja, macht nichts. Danke! Wofür brauchte ich die nochmal? Ich habe die für irgendwas hergestellt. Ich habe vergessen, wofür. Stapel teilen. Bestätigen. Dankeschön. Wie kocht ich die Bronze? Ich hab echt vergessen. Ich hab vergessen. Warte mal. Hallo. Now get back. Fight fire with. Was? La 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 enjoy the rest of the stream, everyone. Then have a thanks for being here, Mr. Bud, and have a nice rest of the day. So, dann komm mal hier. Verdammt. Es fehlen noch ein paar. Ewiger Feuerball da. Oh. Gehen wir noch gar nicht. Ups. Da müssen wir noch warten. Na gut. Thanks, you too. So. Wie kommt ihr denn mit der Zeitumstellung bisher klar? Okay, das geht ja. Aber dann können wir uns trotzdem mal langsam einen Platz ausgucken, wo er eigentlich hinziehen soll. Aber wo hinziehen soll? Ich brauch dich mal. Und zwar dafür. Ah, sad Wookie Noises.
Woran hapert es eigentlich die ganze Zeit? Ach, Miasmaflüssigkeit. Natürlich, typisch. Immer ist es die Miasmaflüssigkeit. Wo habe ich meine Mimimi? Juckt dich nicht. Ach, das ist gut. Wenn sein nicht juckt, ist gut. Muss noch ein bisschen warten. Wir müssen mal ganz kurz irgendwo ins Miasma und neue Flüssigkeiten Flüssigkeit sammeln. Lass mich raten, die nächste Halle der Loschen ist dort. Da können wir nicht hin. Also könnten wir schon, aber erstmal müssen wir hier noch unsere Flamme aufwerten. Oh, unser Grab sollte man vielleicht heute noch holen, ne? Die Ecke kommt mir so bekannt vor. Und hier können wir öfter mal herkommen und Ressourcen sammeln. So was wie Erde. Steine nicht unbedingt. Steine kriegen wir sowieso überall. Aber Erde. Perfekt. Perfekt. Erwischt. Auch gut. Kann ich alles gebrauchen. Nehme ich. Ich nehme alles. Einmal alles bitte. Mit Ketchup. Oh, Wasser. Das finde ich ja gut. Weiß noch nicht, ob das so gut ist, wenn man das hier... Oh. Warum macht er das nicht? Lehrlings Zauberstab. Ach, süß. Gut. Nein. Wie viel haben wir an 29 jetzt? So. Nee. Ah. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ich möchte gerne den Radius der Base vergrößern, weil die eine Flamme, die wir da haben, die ist ja schon auf höchster Stufe, was Bauplatz angeht. Und ich will ihn einfach nur verrutschen. Deswegen brauche ich gerade wieder Miasma-Seelen. Und dafür brauchen wir dann erstmal wieder Flüssigkeiten. Manchmal wünschte ich, es wäre einfacher, weißt du? Kann man nicht einfach die Pilze essen und dann einfach in eine Schüssel pinkeln, so wie bei Spargelsuppe? Da klappt das doch auch, ne? Dass dann hinterher alles nach Spargel riecht. Yeah! Komm schon. So in etwa. Apropos, ist die Spargelsaison eigentlich schon wieder vorbei, ja, wa? Wollte mir eigentlich noch grünen Spargel besorgen. Grüner Spargel mit Kartoffeln so in der Pfanne gebraten, ist saulecker. Ja, stimmt. Leider existiert diese Mine nicht mehr. Durch das Update ist da jetzt ein Turm. Leider. Die Entwickler wollten es mir nicht zu einfach machen. Jetzt haben sie mich genervt. Also die Mine existiert nicht mehr, es wurde durch eine andere ersetzt, die nicht so ergiebig ist und was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Aber die war vielleicht zu OP, weiß ich nicht.
Deswegen wurde sie vielleicht deswegen entfernt. Keine Ahnung. Von daher ist es okay. Ich habe mir schon was bei gedacht, als ich mir dachte, von wegen ich stelle das Ding um. Gib mich alles an Flüssigkeit. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, das sollte wieder für eine Weile reichen. Weiß noch nicht, ob es für alle reicht. Mal gucken, wir werden es rausfinden. Ich hätte mir eure Bilder noch gar nicht angeguckt, ich trottel. Nach dem Stream dann. So, erstmal müssen wir mal eben hier. Hallo Monster. Und ja, ich lasse den Zaun so lange hier stehen, bis ich einen besseren habe. Monster, ich brauche mal wieder Hilfe. Wir haben jetzt wie viel? 10? Reicht das? Meine Zweifel. Brauchte 20, ne? Oder? Nee, brauchte ich 8, brauchte ich 10. Ich hab's vergessen. Hallo. Oh, perfekt. Nee, also wo vorher der halt die Mine war, ist jetzt dieses Türmchen. Ja. Der ist jetzt hier. Und jetzt, haben wir Ruhe. Hier ist auch sonst auch mal ein komischer Plünderer aufgetaucht. Den können wir dann abbauen. Hallo, Radurik! Na? Ein Teaser zu meiner Base. Meine Base hat 8 Zimmer für die Angestellten. Mein Reich 3 Badezimmer und eine große Bibliothek. Alles schön eingerichtet, noch nicht dekoriert. Das klingt cool. So, und jetzt wüsste ich gerne mal, wie weit das geht. Ah, bis hier. Wer weiß. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich meine, um die orangenen Bäume, das ist ein bisschen schade. Da war mal keiner drin. Okay. Die andere Mine müsste eigentlich noch außerhalb dieses Gebiets sein. Die neue. Sieht so komisch aus, ne? Oh, ich glaube, ich weiß, warum das hier so komisch aussieht. Das Terrain hier war bereits gesichert, bevor das Update kam. Und dann kam das Update und dann wurde das hier nicht richtig reingeneriert, oder? So, und hier ist die andere Mine jetzt. Das ist jetzt unsere Lehmmine. Apropos, kann man ja mal wieder mit was einsammeln. Wir haben nämlich nicht mehr so viel. Leider ist sie nicht sehr ergiebig. Aber zumindest haben wir noch eine. Von daher, alle gut. Na, Radorin, denn jetzt, wie steht's? Wochenende gut überstanden? Was ein lange? Erholsame? Osterwochenende? Eier bemalt und versteckt? So, das war's schon. Ist nicht so viel. So. So, bisschen Erde mitgenommen, auch gut. So. Der Außenbereich mit 10 Betten, einen schönen Innenhof ist auch fast fertig. Fehlt mir nur noch eine Tonne Eisen und Harz. Uiuiui. Hast du aber fort vorgenommen. Mit 18 Stunden Zocken habe ich es gut umbekommen. Nicht schlecht. Gesamtes Wochenende oder an einem Tag? Ich finde es ein bisschen schade, dass sämtliche Holzsachen alle nur waagerecht sind, aber nicht senkrecht. Was könnte man sich in eigenen ich glaube, die können wir jetzt hier tilgen. Flamme tilgen, Flamme tilgen. Dann verrutscht das alles ein bisschen in die Richtung. Das müsste dann aber auch noch unbehelligt sein. Oh, ein blaues Feld.
Das daneben wird gelb. Freue mich schon. Okay, das müssten jetzt genug Ziegel sein. Wehe, wenn nicht. Gebt mir den Alchemietisch und ich bin echt mal gespannt, was der macht. Gebt mal stehen. Wir stehen da. Thank you. Das muss da. Der muss da. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie riesig der ist. Oh jo. Er sieht schon nett aus, ne? Aber der Alchemist braucht jetzt wirklich dringend mal seine eigene Behausung. Ja gut, Achso, das Ding muss natürlich stehen in seiner Nähe, damit er uns hier den ewigen Feuerball geben kann. Boom. You're welcome. Thank you. Ewig. Das ist der ewige. Sehr gut. Was ist mit dir los? Hallo. Sonnentempelgeschichten. Ja. Zäune sind teuer. Uff. 18 Stunden von Samstag auf Sonntag. Nice. Auch auf dem Weg zum Ödland. Sei lieber auf der Hut. Meine Tante Elin wurde in einem der Sonnentempel verflucht. Sie wurde von diesem Geisterschädel von unten getroffen, sagte sie mit klappernden Zähnen. Es ist wahr. Naja, wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich. Du kennst Elin. Sie ist eine Quasselstrippe, aber keine Lügnerin. Ist Emily nicht aus dem Ödland? Vielleicht weiß sie mehr. Gibt Neues? Banner? Oh mein Gott, wir können Banner herstellen. Ein Banner herstellen. Stauraum! Ach nee, den haben wir schon. Happy to help. Happy to help. Muss man ja gleich mal gucken, was haben wir noch an neuen Sachen? Ah ja, den schwarzen Kessel. War ja klar. Was kann sie jetzt? Wanddeko. Ach so, nee, wir haben ja, klar, wir haben ja den neuen Schädel. Das sieht so widerlich aus. Der sieht wirklich, wirklich so aus, als wäre er aus The Forest. Hui, Deibel noch eins. Oh, ich glaube, das war's. Fähigkeiten müssen noch warten. So. Ich räume mal kurz hier ein bisschen Zeug weg. Blub, 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 blub. Den müssen wir dann irgendwann umstellen. So. Was habe ich denn? Ich habe. So. Ne, Bücher haben wir keinen. Hauptsächlich Steine und Menge Lehm. Das war's. Lehm wollte ich wegräumen. Der kommt hier hin. So. Schmackflüssigkeit. Haben wir noch? Sehr schön. Den Rest müssen wir noch holen. Der ist noch in meinen Gräbern verteilt. Und ja. Hoppala. Dankeschön für den Follow. Und willkommen bei uns im Zirkel. So. Steine. Oh, wir haben wieder einen Stackpunkt. Schön. Die Kohle war drüben, die Nägel waren drüben, Bronzebahnen waren drüben, Münzen sind hier. Gut. So. Na denn. Gehen wir auf den Schmied besuchen, Schmied besuchen, Schmied besuchen, gehen wir auf den Schmied besuchen, tralala, hallöchen. So, so und so. So, der hat nix, aber sie hat noch eine Quest für uns, wie es scheint. Oder zumindest Infos. Hi! Ah, stimmt, die wollten wir ja auch noch einrichten. Fauler Zauber. Heimgesuchte Sonnentempel? Tatsächlich habe ich mal in der Nähe von einem gewohnt. Es war furchtbar. Unsere Tempel sind heilige Hallen und Grabstätten, in denen die Erbauer geehrt werden. Die Funken dort werden durch Gebete genährt und beschützen unsere Toten. Aber als sich das Miasma verbreitete, wurde ihr Licht schwächer. Vielleicht ist unser Glaube ins Wanken geraten, als die Katakomben zum Leben erwachten. Klirrendes Metall, dunkles Geflüster. Seitdem hielt ich meine Gebete in der Taverne. So gruselig. Hm. Wir müssen hier dringend noch ein bisschen mehr dekorieren, Süße. Buschsetzlinge?
Darum kümmere ich mich erstmal später. Jetzt erstmal alles reparieren gehen und dann holen wir unsere Gräber zurück. Reparieren. Reparieren hier. So, gut. Und eine Sache würde mich jetzt noch interessieren, und zwar, wie weit geht das jetzt da? Das ist zum Glück so geblieben. Da hat sich nicht viel geändert. Und nach hinten raus haben wir nicht so viel Platz diesmal. Das ist okay, das ist gut. Dann sind das nämlich wirklich hier so die äußeren Häuser. Und ich muss eben noch gucken, wo wir dann den Alchemisten hinsetzen und die Jägerin und auch den Schreiner. Beziehungsweise den Schreiner wollte ich ja über Eck hier hinsetzen. Aber da ist der Weg. Oder wir setzen den hier einmal gegenüber. Oder wir setzen den halt auf die andere Seite von dem Weg. Das wäre natürlich auch eine Idee. Hier so einmal schräg. In diese Spitze rein. Oder wir kloppen den Felsen da weg und packen da den Alchemisten hin. Aber der ist dann echt weit weg. In den Wald da kommt dann auf jeden Fall die Schreinerin. Quatsch, die Jägerin. Komme ich auf die Schreinerin, ne? Ja. Es wird dunkel. Das gefällt mir gar nicht. Ich will nicht im Dunkeln los. Was machen unsere Brunnen? So, mal hier. Sieht schon, da ist auch noch was vor und willst eine Stadt errichten. Ob es eine ganze Stadt wird, weiß ich noch nicht. So, wir haben ordentlich Wasser. Dann holen wir uns noch ein bisschen was zu packen und dann geht das los. Kommt ihr denn her? Beziehungsweise, bevor wir losziehen, wie gesagt, so. Gehen wir erstmal eine Runde pennen, weil es wird dunkel. Und im Dunkeln will ich nicht schon wieder auf Wanderschaft gehen. Es macht nämlich keinen Spaß. Ah, jetzt ist noch. Schön, wie die einem alle beim Schlafen zu gucken, wa? Kommt dann so ein bisschen vor wie diese Schlafstreams. Nur in Real Life. Oder in dem Fall in Enshrouded Life. So. Achso. Wir müssen hier. Nein. Muss ich dich da ran? Ja. Schnellreise. Ja, die Häuser. Nee. Eine Stadt war man immer ab 2000 Bewohnern damals, im Mittelalter tatsächlich. 5 Leute oder 6 Leute machen noch keine Stadt. So. Damit Tilgen. Damit Tilgen. Ist vielleicht eine dumme Idee. Ah, was soll's. So, den Turm hier hatten wir noch nicht. 3. Da geht's rein, da geht's rauf. Und wenn das wie Minecraft ist, müsste ganz oben an der Spitze eine Truhe sein. Sofern man hochkommt. Aha! Der wart. Das sind wir wahrscheinlich eigentlich von da, aber... Ne, geht hier nicht. Wir kriegen's hin. Parkour! Höre ich da Pleitegeier? Sag ich doch! eine Wirkwurzel? Oh, die sieht ja Hammer aus. Lass mich raten, die ist zweihändig. Axt wurde aus gesammelten Totholz und staugigen Wurzeln geschnitzt und in der Sonne gehärtet, um Fleisch zu zerreißen und Knochen zu spalten. Da sieht die Hammer aus.
Okay, ich glaube, wir sind hier durch, so halbwegs. Dann können wir die jetzt hier in Ruhe lassen und nehmen uns diese Warte davor. Ja, ein Dorf ist es eher.